Ein wunderschönen, meine kleinen Meeresungeheuer, und willkommen zurück zu Let's Play Subnautica Below Zero. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe mir hier links und rechts mal meine Basis ein bisschen erweitert und ja, in dem einen Mehrzweckraum werde ich auf jeden Fall so einen Lebensform-Zuchtbehälter reinbauen und in dem anderen ja vielleicht irgendwie zu Deko-Zwecken vielleicht so eine Mischung aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro in einem, wobei ich denke, vom Platz her wird das nicht reichen. Wir haben ja noch die eine oder andere Möglichkeit, unsere Basis etwas heimischer zu gestalten, das aber alles nach und nach. Ja, ich habe den Tipp bekommen, auch wenn ich alle Materialien für das Erbauerskelett habe, kann ich das nur mit meinen normalen irdischen Mitteln, ja, mit meinen normalen irdischen technologischen Mitteln nicht zusammenbauen. Ich muss da vorher noch etwas finden. Also kann ich das erstmal wegknallen. Dann konzentrieren wir uns einfach lieber erstmal auf den Krebswurfhakenarm. Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Titan. Wir brauchen das war diese zwei, wie hieß das? Wo war denn das? Unter Synthetik hatte ich das, glaube ich. Schon mal zusammengeschustert. Benzol. Wir brauchen Lithium. Das habe ich hier. Und wir brauchen, ach, das schon wieder. Habe ich das nicht irgendwo schon mal ein bisschen zusammen? Ne, das ist Kabelsatz. Ist aber auch nicht schlimm, weil das ist schon mal ein wichtiger Bestandteil. Okay, wir können auch Polyanilin uns zusammenballern. Wollen wir aber nicht. Wir brauchen jetzt noch den Computerchip. Dafür brauchen wir genau einmal Gold, Kupferdraht und zwei Tischkorallenproben. Gold habe ich hier nicht. Tischkorallenproben habe ich eine. Das ist sehr bedauerlich. Habe ich wenigstens noch einen Kupferdraht? What? Echt kein Kupfer? Habe ich das vielleicht irgendwo anders abgespeichert? Das ist ja furchtbar. Synthetik nicht. Auch nicht. Aber Kupferdraht können wir uns trotzdem zusammenbasteln. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Okay, wir brauchen Gold. Habe ich kein Gold mehr? Was ist hier los? Noch mal ganz kurz hier in meiner Seebahn, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was habe. Da ist leer. Leer, leer, leer. Leer. Bedauerlich. Höchst bedauerlich. Okay. Dann sei dem so. Tischkorallenproben können wir ja ziemlich easy farmen. Die wuchern ja hier irgendwo rum. Hab ich mir mal so sagen lassen. Irgendwo sollen die hier rumhängen. Irgendwo chillen sie hier. Allerdings stecken die sich auch dezent vor mir. Ah, nicht wirklich. Oh, oh, oh. Das ist ja eine Kolonie hier. Warte mal. Kleine zumindest. So. Das nehme ich auch gleich nochmal mit hier. Alles Titan. Sehr schön. Ich nehme mich alle mit. Zack. Zack. Ich denke mal, davon werde ich noch einige brauchen. Gut, jetzt fehlt nur noch Gold. Gold, 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 Gold. Gold. Och, lol. Nee. War wohl ein Bug. Blei brauche ich nicht. Ich möchte gerne Gold. Aber ich vermute schwer, das werde ich jetzt hier nicht so schnell finden. Sollte ich mich vielleicht mal fix mit dem Krebs auf die Suche begeben? Warning.
Oder habe ich hier noch was drin? Vorrat ansehen? Nö. Ja, na gut. Ich möchte dahin. Na, gucken wir mal da. Irgendwie werden wir schon finden. Also hier in dem Biom findet man wieder ein bisschen Gold. Da haben wir auch schon was. Okay, das ging fix. Ja, danke. So war das auch nicht geplant. Aber kein Gold, ey. Kann nicht sein. Ja, das tat weh. Ist ja Wahnsinn. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, dass hier kein Gold ist. Das piepst nicht, ne? Ah, schon besser. Wo bist du? Ist das schon mal gut? Ist noch was? Bitte, 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 bitte. Oh, hier ist auch noch mal was. Sehr gut. Okay, das reicht mir auch schon. Dann können wir fix zurück. Ach, dieses Heulen, ey. Ah, da ist ja Obermacker. Okay, 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 okay. Dann fix zurück und dann können wir uns auch schon unseren Wurfhaken anbauen. Das finde ich sehr schön. Damit kommen wir auf jeden Fall schneller voran. Dazu würde ich ganz gerne hier einmal hier andocken. Hat mir nicht die Farbe ver... Okay. To PDA. Und zwar Bauartefakt N6M. 1222 Meter. Okidoki. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, sage ich immer. So, dann haben wir dit da. Da hat aber ganz schön geflackert gerade. So. Fette Sache. Nee, da nicht. Ich möchte... Hier längs. What the fuck? Da. Hier möchte ich hin. Und zwar... Wurfhaken. Dankeschön. Warum flackert das so? So, dann setzen wir das gute Stück hier gleich mal ein. Batterie lädt, den Krypten, bla 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 bla. Einsteigen, Vorrat. Erweiterungsmodule. Okay, Doki. Ja, ich würde sagen, dann probieren wir das gleich mal aus. Mit dem ersten Teil schon richtig Fun gemacht. Warte. Haben sie die Reichweite irgendwie verringert oder täuscht das? Kommt mir irgendwie langsamer vor als sonst und auch die Reichweite kommt mir geringer vor, aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Fun macht es trotzdem. Kann ich nicht anders sagen. So. Okay.
Ist die Frage, bevor wir jetzt hier abdocken, können wir noch irgendwas bauen? Also das haben wir auf jeden Fall fertig hier. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Seebahn-Tiefenmodul. Wir docken erstmal kurz ab. Und zwar hier. Ich will mal kurz was überprüfen. Und kurz noch ein bisschen was zu trinken aufsammeln. Ach nee, wir haben noch was. Never mind. Okay, und zwar die Zelle Erweiterungsmodule. So, wir haben Seebahn-Tiefenmodul Stufe 2. Okay. Und wir brauchen für Seebahn-Stufen-Tiefen... ihr wisst schon, was ich meine. Seebahn, was ist da? Ach, da brauchten wir, genau, wir brauchten das Kyanid. Aber das ist ja für den Krebs. Das habe ich ja. Seebahn, Stufe... Außer so. Ja, da brauche ich Nickelerz, Alter, und Kyanid mal 2. Holla die Waldfee. Silbererz ist generell haben wir Reichmut. Da brauche ich Magnetit. Boah. Ich hoffe, dass wir einfach das durch Zufall mal ein bisschen finden. Wir fahren jetzt erstmal los. Und wir wenigstens heute noch ein bisschen was an Content schaffen. Gut, ich würde sagen, auf geht's zu Z13. Haben wir natürlich jetzt unseren kleinen Booster, damit geht das auch nochmal ein bisschen fixer. Ich würde sagen, dann halten wir so ein bisschen die Augen offen. Also, ich muss ja wirklich sagen, die Seebahn ist extrem praktisch, man ist extrem flexibel, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, sie je nach Bedarf anzupassen und ja, je nach Gegebenheit, beziehungsweise Biom, wie auch immer. Aber das U-Boot, ich komme gerade nicht auf den Namen, Cyclops, ja, war glaube ich so, hieß so glaube ich, ne? Im ersten Teil hatte wesentlich krasseren Coolness-Faktor. Also hat mir wesentlich besser gefallen. Halt auch mit dem Scanner da und so, wo du halt ja, die ganzen Daten, die ganzen Daten vom Gelände einfach dir mal kurz anzeigen konntest und das war schon mega cool gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch noch. Kann ja sein. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber ich weiß nicht, in der Seebahn fühlt man sich weniger irgendwie als Kapitän, sag ich mal. So. Wie auch immer. Wir sind gleich da. Ey, das ist ja einfach mal überhaupt nicht weit unten. Es muss doch, also liegt es, ist das an Land? Da guck mal da oben. Da. Was südwestlich. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu eng hier. Da werde ich glaube ich nicht durchpassen. Doch, dann... Nee.
Nee, definitiv nicht. Ja. Und Wenden ist natürlich auch kacke, ja. Habe ich mich natürlich super toll reinmanövriert. Das habe ich hier echt klasse hinbekommen. Muss hier irgendwie wieder weg. Gucken, wo ich... Alter Scheiße, Mann. Das habe ich mir richtig, gut verbaut hier. Ich glaube, das sieht jetzt besser aus. Nee, nee. Ich würde sagen, wir gehen da mal... Weil kommen wir nicht auch mit Krebs da hoch? Ach, scheiß drauf. Wobei, könnten wir, ne? Wäre, glaube ich, sinnvoller. Würde mich, glaube ich, ein bisschen sicherer fühlen. So. Irgendwie... Geht er jetzt mal hoch? Danke. Ich würde trotzdem gerne hier und wieder mal aussteigen. Boah, da kann ich Fallschaden, ist ja krass. Um einfach mal ein bisschen zu scannen und hat sich auch anscheinend gelohnt. Lila Schneepalme. Na, zeig mal her. Lila Schneepalmen sind große Landpflanzen, deren Stiel sich schrittweise häutet, weswegen ihr Fuß aussieht, als würde er schmelzen. Mit der Zeit härtet das gehäutete Material aus und bildet eine dicke Schutzhülle um den Stängel der Pflanze. Diese Schale stellt ein Hindernis für Tiere dar, die versuchen, an die nahrhafte Blüte und das wasserreiche Innere zu gelangen. Wird das abbauen? Wäre lustig. Oh, warte mal, hier ist gleich noch was. Eine Blautasche. Blautaschen wachsen in Gruppen und einem ineinander verschlungenen Wurzelsystem, das Wasser in die Tasche filtriert. Das Wurzelsystem enthält Frostschutzproteine, die die Bildung von Eiskristallen in intrazellulären Strukturen verhindern. Sobald das Wasser in die Tasche gesaugt wurde, wird es zur späteren Verwendung gespeichert. Auch die Tasche ist mit Frostschutzmitteln ausgekleidet, sodass ihr Inhalt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Ja, wer hat schon Bock auf Frostschutzmittel zu saufen? Titan, lol. Einfach hier so am Start. Aber ich glaube, ich habe echt viel jetzt gerade. Naja, es geht noch ein bisschen. Ich könnte aber trotzdem ein bisschen was einlagern. Energie, nee, Vorrat. Kommen wir dann mal rein mit euch. Können wir gleich mal was, einfach mal was trinken. Zack. Okay. Was haben wir noch so Schönes? Gucken wir uns hier einfach noch mal ein bisschen um. Ist hier auch eine Möglichkeit, wo wir uns wärmen können. Ah, warte mal, da gehe ich lieber erstmal mit dem wieder mit dem Krebs weiter. Da bin ich... Der wärmt mich wenigstens. Okay. Oben können wir uns auch nochmal umgucken. Einsteigen bitte. Ah, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Schaut denn das, wenn ich jetzt... Ups. Ja gut, bringt schon was. Ja. Ja, meinetwegen. Gut, hier kann ich mich wärmen, ne? Ja. Alter Vater. Kannst doch übertreiben. Ja, meinetwegen. Quarz ist hier auch. Interessant. Schnee. Was soll ich jetzt noch mit Schnee? Schneeball, ja. Ich. Fallen lassen. Hier haben wir noch mehr Titan. Nee, okay, bevor ich da längs gehe, gehe ich erstmal Richtung Erbauer-Artefakt.
Okay, finde ich schön, dass man sich jetzt auch mal so ein bisschen mehr an Land bewegt. Hat was. Aber ich gehe erstmal, glaube ich, doch eher in die andere Richtung. Schauen wir erstmal hier. Aha. Ich habe da was gesehen. Na komm schon. Das war hier. Ne, keine Chance. Da muss ich zu Fuß weiter. Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. Das hoffe ich auch. Das wäre ganz schön. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I'm struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Naja, könnte sein. Also die großen Kristallformationen, die hatten wir ja auch schon ganz unten gesehen, wo dieser komische Leviathan da rumgeschwommen ist und wo wir halt auch ja, Kyanit schon gesehen hatten. Okay, wir haben hier den Feuerschotenbaum. Der Feuerschotenbaum produziert Früchte mit einem hohen Capsaicin-Gehalt, der die Körpertemperatur erhöht und die Durchblutung anregt. Das ist schön. Aber... Ach hier, Feuerschrote einsammeln. Das ist ja cool. Das ist ja schön. Okay, Körperwerte plus 34, Nahrung. Okay, krass. Ionenwürfel, sehr gerne. So, so. Was haben wir hier? Der Bauartefakt. Offensichtlich. Energiegenerator. Mhm. Scans zeigen, dass die Anordnung fremder Geräte dazu dient, Energie im Megajoule-Bereich einzusammeln und schnell freizusetzen. Sie wird durch im Innern gelagerte Ionenwürfel gespeist. Diese Superkondensatoren können verwendet werden, um kurze Spannungsspitzen in den Leitungen zu glätten, die verschiedene Erbauerstandorte verbinden. Das ist natürlich krass. Schön durchdacht. So, hier. Silbererz. Kupfer. Ja, mein Inventar ist voll. Eine werde ich mal aufbewahren, wobei... verfällt die? Ich muss mal gucken. Silber, Kupfer, 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 Silber. Dankeschön. So, dann haben wir das hier auch. Hier liegt noch ein Ionenwürfel rum. Noch mehr Kupfererz. Inventar ist voll. Was hier noch alles rumliegt. Ja, ist alles gut und schön. Silber ist jetzt halt... Ja, Silber könnte man eigentlich mehr gebrauchen als Kupfer, oder? Silbererz. Kupfer. Silber. So, und jetzt bin ich auch komplett voll. So, dann haben wir den Energiegenerator gefunden. Trotzdem gibt es hier anscheinend noch ein bisschen mehr zu entdecken. Ich werde das alles erstmal einlagern. Steigen, einsteigen. Ah, ich komme da jetzt nicht ran. Was haben wir hier? Ist hier auch noch weiter? Nee. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse, okay. Gut, Seebahn da. Ja, warte, ich muss mich mal erstmal hier aufladen.
So, dann würde ich ganz gerne erstmal alles hier einlagern, was ich hier so gefunden habe. Annehmen, ja bitte. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily... something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul. And sings the tune without the words, and never stops. Das ist ein bisschen zu tiefgründig, glaube ich, für einen Alien. Promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Ach, der arme Alan, der hat ja auch nicht wirklich Glück. Ja, das, okay, dann kann ich das auch essen. Ja, nur weil das Netzwerk jetzt hier nicht mehr existiert, heißt es doch generell nicht, dass es überhaupt nicht mehr existiert. Ich meine, die werden ja schon einen Grund gehabt haben, warum sie nicht mehr hier auf 4546B sind. Oder warum das dieses Netzwerk hier nicht mehr existiert. Wobei ich mich natürlich frage, wenn alle quasi weg sind und dieses Netzwerk hier nicht mehr existiert, warum war er noch in diesem Würfel drin? Sag ich mal. Forschung, Hoffnung. Lol. Hoffnung. Hoffnung ist ein Tier unbekannter Herkunft. Laut Robin und einer Dichterin namens Emily Dickinson wird beschrieben, dass sie Federn hat. Meine Datenbank fand das Gedicht, auf das sich Robin bezog. Hoffnung ist das gefiederte Ding, das in der Seele sitzt und Stürmermelodien summt und niemals müde wird. Im Sturm erklingt sie honigsüß, im Tosen im Orkan. Ihm trotz das kleine Vögelchen, das hier zu viele warm. Ich hörte sie in eisigem Land, im wunderlichsten Meer. Doch selbst nicht in der größten Not wollt sie ein Korn von mir. Die Anwesenheit einer Hoffnung scheint Menschen dazu inspirieren, angesichts von Widrigkeiten durchzuhalten. Vielleicht tragen Menschen immer eine Hoffnung bei sich. Nach dieser Darstellung scheint Hoffnung eine robuste Vogelart zu sein. Sie ist in der Lage, auf See und in kalten Klimazonen zu überleben. Wenn sie so viele warm hielt, könnte beobachtet werden, dass eine Hoffnung exotherme chemische Reaktionen hervorruft. Beurteilung, Hoffnung finden und aufrechterhalten. Das ist süß gemacht. Das ist echt schön gemacht. Das haben sie echt klasse gemacht. Also wirklich. Hut ab. Also wie sie Hoffnung hier dargestellt haben und einfach auch mit diesem wunderschönen Gedicht. Unterstützend zitiert haben. Die Hoffnung, das war erste Sahne. Gut, wie auch immer, ich möchte jetzt, glaube ich, ganz gerne weiter, und zwar, warte mal, wir haben ja noch den Vorrat, da ist alles voll, ne? Oder das meiste zumindest. Fast. Irgendwas konnte ich hier gerade scannen, aber, ach, die Augenquelle, hatte ich die nicht schon? Okay, anscheinend nicht. Augenquelle. Augenquallen leben in tiefen Gewässern. Sie sind in drei verschiedene Körperbereiche gegliedert. Tentakel, Hauptkörper und Schirm. Die Tentakel sind mit Bioluminescenzknoten bedeckt, die Beute anlocken. Bei Berührung geben die Tentakel durch spezialisierte Nesselzellen einen Schockimpuls ab. In diesen Zellen befinden sich giftige, harpunartige Gebilde, sogenannte Nematozysten, die durch Berührung herausgeschleudert werden. Augenquallen treiben sanft mit wenig Eigenbewegung durch das Wasser, obwohl sie Bewegung mit ihrem großen Einzelauge folgen können. Ey, du. Guck mich so an. Im zweiten sieht man besser. Okay, dann lagern wir jetzt erstmal alles hier ein. Einsteigen. Und dann geh aus meiner Seebahn raus. Ich glaube, es hackt. Wollte mal reinluschern.
So, das kann da alles rein. Das. Da kann auch rein. Was soll ich mit dem Schneeball? Geh weg. Fallen lassen. Alter, kann das, krieg ich das hier nicht fallen lassen? So, weg ist es. So, okay, dann schnappen wir uns wieder unseren Krebs und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen ans Festland. Gucken wir mal, was hier noch so am Start ist. Ach, immer die falsche Taste. Ey, das ist... wo komme ich hier nochmal hoch? Das sieht gut aus. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Scheint ja auch noch irgendwie eine Basis zu sein. Nein, ich muss gleich wieder einen Cut machen. Passt mir gar nicht. Aber anscheinend gibt es hier noch das eine oder andere zu entdecken. In der Tat. Eine Batterie, dankeschön. Und nochmal Wasser. Nehme ich sehr gerne entgegen. Wir haben hier noch einen Nährstoffblock. Auch sehr nett. Des Weiteren kann ich aber nichts weiter hier erforschen oder... Ach, der hockt sich quasi zum Kacken hin, wollte ich gerade sagen. Schönes Detail. Da irgendwie hoch. Komm schon. Ah, hier ist aber nichts. Ja, das kann es nicht gewesen sein. Robotik-Zentrum, okay. Was ist denn das? Aua. Eisstalagmit. Schön aus. Eisstalagmit. Diese Eisstalagmiten werden von extremophilen Bakterien bewohnt, die bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt überleben und sich vermehren können. Dies ist durch die von den Bakterien abgesonderten Frostschutzmittel möglich, die die Zellenumgebung in flüssigem Zustand halten und die zerstörerische Bildung von Eiskristallen verhindern. Könnte ich echt für mein Auto gebrauchen. Das sind die Wegpunkte, ne? Das kann ich auch erforschen. Das ist eine Marmoranemone. Diese an Land wachsenden Anemonen werden durch eine symbiotische Beziehung mit kleinen Pilznestern versorgt, die sich von den schleimigen Sekreten der Anemone ernähren. Dann einen guten Appetit. Da kann ich mir nochmal ein bisschen was abpflücken, wenn ich Bock habe. Schön hier. Gefällt mir. Wow, okay, krass. Das ist echt hübsch. Das ist echt schön gemacht. Hier haben wir noch mal ein bisschen Titan, aber davon haben wir jetzt erstmal genug. Ja, Landeplatz von Robotic 5. Was ist denn das? Dangerous weather approaching. Ja. Seek shelter. Eisschilf. Was ist das? Schnee. Eisschilf ist eine große Pflanze, die Schneestücke entlang ihres dicken roten Stiels sammelt. Schnee besteht zu 90% aus Luft und kann als Isolierung dienen, die die Bildung von Eiskristallen im empfindlicheren Inneren des Baumes verhindert. Die Oberfläche des Schnees härtet schließlich zu einer Eisschicht aus, findet jedoch weiterhin, dass der Pflanzenkörper gefährlich kalten Temperaturen ausgesetzt wird. Ja, pfiffig. So, ich würde mich ganz gerne erst hier mal in Sicherheit bringen. Ist da irgendwie eine Möglichkeit, mich unterstellen kann. Das tat weh, ne? Was habe ich hier?
Fragment eines Speerpinguins, okay. Speerpinguin. Okay. Der Speerpinguin bietet Forschern neue Möglichkeiten für den Zugang zu natürlichen oberirdischen Lebensräumen. Er ist besonders effektiv beim Manövrieren in Bereichen, die für Menschen sonst zu klein sind. Kegelpinguine sind lebhafte Tiere, die ihre Küken beschützen. Um diese energiegeladenen Bewohner der Eisregion besser untersuchen zu können, mussten die Altera-Wissenschaftler auf 4546b um die Ecke denken. Ein bekanntes Phänomen, das Vivisekus-Prinzip, keine Ahnung, besagt, dass man zur Fauna werden muss, um die Fauna bestmöglich untersuchen zu können. Wissenschaftler in allen Teilen der Galaxis haben dieses Grundprinzip verwendet, um fremde Lebewesen aller Größen und Arten aus nächster Nähe zu beobachten. Die Doktoren Kaekus, Curtis, Tucson, keine Ahnung, und Macbeth waren Pioniere dieser Errungenschaften. Dadurch inspiriert und nach monatelangen Versuchsreihen wurde im Pfeil, oder Pfeil Robotikzentrum das erste Speerpinguin hergestellt, der eine neue Ära der Erkundung und Ausgrabung an allen Außenposten einleitete. Eigenschaften: vollständig anpassbare Außenhülle, um jedes kleine zweibeinige Tier nachzubilden. Geländegängiges Kettenfahrwerk für reibungslose Bewegung unter schweren Bedingungen. Fernbedienung für den Betrieb in Entfernungen von bis zu 80 Meter, atmosphärenabhängig. 4 Staufächer, Selbstzerstörungsoption bei Gefahr oder Unbeweglichkeit. Arm mit dreifingerigem Greifer zum Aufnehmen von Proben. Vollständig abnehmbare, um 180 Grad drehbare Kamera zur Beobachtung des Speerpinguins und seiner Umgebung. Der Speerpinguin. Setzen Sie sich hin, entspannen Sie sich und lassen Sie den Roboter die Arbeit machen. Ey, das ist cool gemacht. Okay, und dann muss ich wahrscheinlich hier später mit den Speerpinguin hier durch. Ah, cool gemacht. Gefällt mir. Was ist denn das? Das kann ich nicht erforschen. Hypothermia. Oh shit. Eiskorb, das ist nicht gut. Oh, das war aber mehr als Knappikoski gerade. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen Cut und wenn sich das Wetter hier gelegt hat, dann untersuchen wir nochmal dieses Robotikzentrum oder diesen Landeplatz mal ein bisschen genauer. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Also seid gespannt und schaltet das nächste Mal wieder ein. Das wäre das Let's Play Subnautica Halo Zero. Haut rein, bis dann und ciao.